Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen, Christian Müller-Herkel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ja, ich möchte Ihnen heute den nächsten Newsletter vorstellen. Newsletter 10 ist es bereits und leider wohl auch der letzte seiner Art. Alles Weitere werden Sie dann noch im März von uns hören. Aber immerhin, auch dieser Newsletter hat wieder 15 Studien und wir hoffen, dass Sie etwas darin finden, was Ihr Interesse finden möge. Die einzelnen Studien haben manchmal noch weitere Studien, die da dranhängen, die irgendwie thematisch dazu passen, weil sehr oft Forschende in einem bestimmten Zeitraum zu einem selbigen Thema veröffentlichen. Und von daher ist es ganz spannend, in unterschiedlichen Zeitungen zu schauen, was sich da so tut. Wir beginnen mit einer Reihe von Studien zu pflegenden Angehörigen, schreiten dann fort zu demenziellen Krankheitsbildern, gucken uns ein bisschen was zur Intervention und Implementierung an, haben dann eine ganz spannende Studie zur Teamdynamik und enden das Ganze mit einer Studie zum Thema Demenz und Krankenhaus. Ja, pflegende Ehepartner haben es natürlich vergleichsweise am schwersten, weil sie die gesamte Pflege und Versorgung übernehmen. Ja. Eine mögliche Intervention ist das kanadische Programm Carers. Dort lernen Gruppen zu, lernt man lernen Angehörige in kleinen Gruppen von 6 Leuten bestimmte problemlösende Strategien. Also die entwickeln die zusammen, probieren die in Rollenspielen aus, wenden sie an und reflektieren sie dann. Das erschien mir ein ganz sinnvolles Programm. Jugendliche von früh an Demenz erkrankten Menschen sind natürlich besonders schwer dran. Ja, da die Sorge um die Eltern fast alle anderen Themen verdrängt und das Leben für sie wie angehalten wird, wirkt. Ja, also alle eigenen Themen, die kommen gar nicht mehr so richtig vor, sondern alles dreht sich nur noch um dieses kranke Elternteil. Die Eröffnung einer Demenzdiagnose, so beschreiben das hier viele Studien, ist wie die Sozialisierung in einen anderen Status hinein. Also ab jetzt ist das Leben nicht mehr das gleiche wie vorher. Und das führt oft zu einer heftigen depressiven Reaktion. Und die Studie beschreibt, wie man dann mit Therapeuten zusammen eine angepasste Tagesstruktur findet, über die hinweg man dann doch wieder sowas wie eine Stabilität im Leben aufbaut. Das war die Studie 4. Für Menschen mit frontotemporaler Veränderung gibt es sehr wenige Umgangsempfehlungen. Also man weiß da eigentlich relativ wenig, was man tun soll. Die vorliegende Studie, die geht davon aus, dass frontotemporale Veränderungen viel mit dem Autismus-Spektrum zu tun haben und überträgt Aspekte aus der geistigen Arbeit mit jungen Menschen mit Autismus auf die Arbeit mit frontotemporal veränderten Menschen. Ganz spannend. Ja. Demenzkranke haben ja sehr unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten ihrer Demenz. Und die Studie, die ich Ihnen in Nummer 6 vorstelle, beschreibt, dass das Ausmaß der neuropsychiatrischen Symptome oder des herausfordernden Verhaltens zu Beginn der Erkrankung ist, dass das Tempo maßgeblich vorhersagen lässt. Menschen, die eine kognitive Beeinträchtigung haben, allerdings ohne Demenz, die finden sich oft in so einer Schwellensituation wieder, weil richtig demenzkrank sind sie nicht, haben also damit keinen Anspruch auf Hilfen, aber wissen auch nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und diese Menschen haben auch oft eine erhöhte Suizidgefahr. Dass ein kurzer Schlaf am Tag eine positive Wirkung auf kognitive Funktionen hat, ist ja schon relativ bekannt. Die Studie Nummer 8 bestätigt das nochmal und sagt auch, exzessive Tagesschläfrigkeit ist dagegen mit einem höheren Demenzrisiko assoziiert. Also ein kleines Schläfchen ist ganz gut. Nicht pharmakologische Interventionen für Menschen Mens zu implementieren, ist ja zumeistens eine recht mühselige Angelegenheit. Und die niederländische Studie, die ich hier vorstelle, beschreibt, dass es Aspekte der Teamdynamik sind und auch die internen Strukturen einer Einrichtung, die wesentlich darüber entscheiden, ob es gelingt, solche Interventionen einzuführen oder nicht. Engagierte Projektbeauftragte sind oft der Schlüssel.
Dann mal eine Studie, die hat gar nicht so sehr was mit Psychiatrie zu tun, sondern damit, dass viele alte Menschen umgeben sind von vertrauten Objekten und diese Objekte für sie eine identitätsstabilisierende Funktion haben. Die Studie beschreibt das Gefühl, ganz tief daheim zu sein, wenn man von seinen vertrauten Objekten umgeben ist. Und damit schafft man es auch besser, den Herausforderungen des Alterns standzuhalten. Dann kommt etwas zu technologischen Hilfen und da ist deutlich geworden, also die meisten Angehörigen brauchen einen längeren Zeitraum der technologischen Unterstützung, nicht nur zu Beginn, sondern über einen längeren Zeitraum der Anwendung hinweg. Also denen das zu geben und sie zu schulen und dann denken, es ist okay, nein, das funktioniert nicht. Die Studie 12 finde ich besonders wichtig. Die beschreibt so das Innenleben von Pflegeteams und die Art und Weise, wie sie so informelle Hierarchien entwickeln, die aber ganz entscheidend sind für die Qualität der Pflege. Aus meiner Sicht eine ganz wichtige Studie. Ja, obwohl ja die Philosophien immer sagen, dass individuelle Präferenzen der Bewohner einen hohen Vorrang haben sollen, ist es doch meistens so, dass Risikovermeidung dominiert. Und Risiken werden von pflegenden Menschen mit Demenz nur zugestanden, wenn man die Konsequenzen dieser Risiken mit absoluter Sicherheit vorhersagen kann. Die Studie Nummer 14 wendet sich den sexuellen Viktimisierungen alter Menschen zu und beschreibt, dass selbst im hohen Alter die Bedeutsamkeit von sexuellen Übergriffen immer noch relevant ist und sich auf psychische Erkrankungen deutlich auswirkt. Die letzte Studie widmet sich nochmal dem Krankenhaus. Der Aufenthalt von alten Menschen im Krankenhaus ist ja oft so ein Wendepunkt im Leben. Und die Studie fragt sich, wie werden eigentlich hier im Krankenhaus Entscheidungen gefällt? Wie läuft das ab? Und wer kommt hierbei zu kurz und wer dominiert dabei? Ja, ich hoffe, dass Sie wieder das eine oder andere finden, das Sie interessiert. Über Rückmeldungen freuen wir uns immer. Schauen Sie auch mal in die anderen Blogbeiträge. Inzwischen ist da einiges zusammengekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir sehen uns dann wieder im März. Auf Wiedersehen.